Hallo und herzlich willkommen zu Sims 3 und die ungewöhnlichsten, wo ist sie denn? Lebenswünschen. Ja, ich würde jetzt Sakura mal fertig machen, denn ich wollte das hier irgendwie noch löschen oder wegklicken. Na gut, Sakura muss ja ihren Bot bauen. Also, Jutta geht mal auf Klo. Und geht sie mal duschen. Und da kicken wir gleich mal Hunger, also ohne ein bisschen. Naja, gut, das machen wir jetzt ohne Frühstücken. Spaghetti mit Gemüsesoße. Und dann kann sie nämlich weitermachen. Arbeite weiter an folgendem Objekt. So, also gut, jetzt hat sie alles. Und dann können wir uns ja jetzt auch um Ayaka kümmern. Hat schon ein bisschen Herbstsalat. Was ist mit Ei? Er hat Müllsammlung. Ja, der muss nicht so lange pennen. Benutzen. Ach, guck mal, das macht den automatisch nach dem Schlafen, dann lassen wir dir noch ein bisschen. So, ich wollte auch gerne, dass Ayaka hier draußen die Steine sammelt. Weil ich ja neugierig bin. Den hier. Nach dem Essen vielleicht. Und den, das lohnt sich auch schon wieder richtig. Soweit. Und den. Sakura, ihr Bastel ist natürlich auch völlig langweilig. Warum ist denn hier gelb? Und den habe ich schon. Das ist bestimmt ein Sonnenstein. Wer weiß, ich wollte der Klaus. Och, Klaus hat alles, was nur gibt, aber ich wollte. Wir kicken mal nach Ayaka. Okay, Tansanit. Ach, den hat er unter den Ecken noch nicht. Mondstein. Ah, Diamant. Noch ein Mondstein. Ach, gib mal, jetzt hast du noch einen Binkendiamant gefunden. Den heben wir auf. Und ein Sonnenstein. Die kriegen wir doch wieder nicht raus hier. Mann. Also ich bin der Meinung, in dem Gitter da sammelt sie immer nicht. Mal gucken. Vorhin müssen wir uns jetzt darum kümmern, die Steine noch zu verkaufen. Den pinken Diamant möchte ich aber gerne behalten. Ach, da jetzt, hinter der Tür hängt bloß nicht. So, und dann müssen wir uns um Klaus kümmern. Dann sehen die weg. Was sind 3 Mondsteine? Weg. Da ist der pinke Diamant. Den wollte ich aber drüben hinstellen. So. Und dann können wir den Rest verkaufen. Da brauchen wir keine Angst haben, dass wir falsch darin ziehen.
zu Roteisenstein haben wir wohl mehr wie genug. Obwohl, komm mal wieder her. Ach, guck mal, der... Ach, jetzt hat der bestimmt da angepinkelt, ne? Klar. Natürlich, dann jetzt mal kauen. Der Acher fliegt da auch rum. So, und du gehst mal hier. Das Ding noch hier wegbringen. Pinken Diamant schleifen lassen. Ein Herzschliff, bitte. Das läuft für die Alte richtig, oder wie? So, Ei geht ganz gut. Der kann ein bisschen Schrott essen. Na, mach mal. Njam, njam, njam. Und Schrottreserven. Und Sakura? Die baut und baut. Jawohl, und damit ist also, ja klar, den adoptieren wir da erstmal und dann, ja, ich finde die Kinderworte und das Feedback-Bot ist also fertig. So, Nika. Und ein Mädchen. Muss ich dann noch mehr Betten bauen? Aufladen? Unterhaltung? Nee, das machen wir dann über Nacht. Müsste ja reichen, oder? Wie ist es mit dem Bett? Die kriegt das gleiche Bett wie der auch. Okay, dann haben wir noch Platz für noch ein Bett und dann reicht aber. Achso, und dann werden wir gleich mal für Nika noch ein bisschen öffnen. Schrott kaufen. Genau das, was zu essen hat. 100 Schrottteile. Warte mal, also öffnen. Okay, hab ich also. Ja, komm, jetzt kann sie ein bisschen entspannen und ein bisschen hüpfen. Und unser Robot kriegt mal zu essen, oh lecker, den Hunger noch nicht hat. Aber cool, wir sind schon zwei Leute mehr. So, du hüpfst noch ein bisschen. Und hier hinten? Das könnte schon wieder pinke Diamant sein. Also hörst du mal auf zu hüpfen und gehst zum Aufsammeln. Wir wollen keine Party. Wieder ein pinker Diamant. Jetzt kriegen wir die dauernd, das macht ja auch keinen Spaß. Voll blöd und erst haben wir gesucht und gesucht. Na klar, lassen wir ihn nicht schleifen. Zum Herzschliff. Wo ist denn die Geige eigentlich?
Kick dir mal die an. Speziell romantisch. Mach mal romantisch. Der will gar nichts. Frag mal nach Tag. Also, dann wollte ich mal sagen, Ayaka. Nicht besitzen. Du solltest Futter nachfüllen. Ah. Pack den doch mal. Mit dem Acher spielen, benennen, freilassen. Na okay, dann spielst du mit dem Acher mal. Aber egal. Oh Gott, jetzt sind wir also schon. Oh Mann, jetzt sind schon vier Leute in der Familie. Ja, ich würde sagen, Sakura hält sich gar nicht lange auf. Sonne fängt mit dem nächsten anfertigen. Nee, große Erfindung nicht. Wie fand anfertigen? Geht das gar nicht? Ach hier, Simbrotter. Ja, blind müsste man sein. Und? Achso, wäre völlig gut, ne, mal zu gucken. Sie muss auch pinkeln. Ja, irgendwie bin ich voll happy, aber da fehlt noch ein Bot. Und? Du gehst mal in den Garten ein bisschen fliegen. So, Sakura geht aufs Klo. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Okay, da kannst du den Bot bauen. 1% abgeschlossen. Okay. Also Sakura bot den dritten Bot und ist ihrem Lebenswunsch damit entschieden etwas näher. Jut, tschüss.